wie gesagt, ein Argument mit einem Gegenargument, dass du wirst dann nie rauskommen. Das ist eine Schleife. Mhm. Wie, dann sehe ich immer Star Trek wie bei der Voyager, wie sie in die Schleife reinkam, mhm. wo der Doc, auf dem Holodeck, der lebt ja da überwiegend, der Arzt, und er hatte zwei Patienten, er musste also eine Entscheidung treffen. Also ein System musste eine Entscheidung wählen. Mhm. Also war er ja schon eigentlich mehr menschlich. Ja, wenn man es so sieht. Ja. Data will ja auch immer menschlich sein. Obwohl ich sage, lass es sein, bleib so, wie du bist. Aber er will ja fühlen. Und da war er ja bei der Borg. Und die Borg hat ja eine Haut drüber gezogen, weil er ja wissen wollte, wie fühlt es sich an als Mensch. Mhm. Dass der Mensch eine höhere Spezie ist. Mhm. Aber da musste er ja erkennen, dass es nicht so ist. Mhm. Weil die Borg war ja auch mehr Mensch. Und die ist ja auch assimiliert worden, das gäbe es ja die Königin nicht. Also ist es ein Kreislauf in einen Kreislauf in einen Kreislauf. Mhm. Und aus diesem Kreislauf ist es sehr schwer herauszukommen, weil dieser Kreislauf hier reingehört. Mhm. Das ist eure Welt. Ja. Und wenn wir versuchen, dir was zu erklären, dann, weil du hast ja die helle Wahrheit, und wir versuchen jetzt, dir unsere dunkle Wahrheit zu erzählen, und damit kommen wir ja nie weiter. Du willst der Allmacht? Ja. Zu erklären geben, was die Allmacht schon lange weiß. Das ist das Widersinnige. Also willst du der Allmacht erklären, wie ein Wasserstrahl funktioniert? Das. Pause, jetzt mache ich eine Pause.